Herr liebe Vogelfreunde, das hier ist wirklich ein hochinteressantes Paar. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar vor genau 40 Jahren, als ich 13 Jahre alt war, habe ich im Zoo-Fachgeschäft von Heinz Kiefer gearbeitet. Heinz Kiefer war seinerzeit lange Zeit ein sehr erfolgreicher Farbenkanarienzüchter in Hessen, in Dreieich-Sprendling. Ich sag mal wirklich, ältere Herrschaften von Ihnen oder unter Ihnen werden Heinz Kiefer noch kennen. Und wer schon mal damals bei ihm war, also ich habe freitags seine Volieren sauber gemacht. Und wer bei ihm schon mal in seinem Ladengeschäft war und hinten die Volierenanlage kannte, der wusste, dass er eine gewisse Systematik verfolgte. Und zwar war es so, er hatte Verkaufsfolien von Farbkanarien. Die wurden damals noch sehr gern auch von privat gekauft. Und die Voliere hat er nach verschiedenen Preiskategorien gegliedert. Also es gab eine Verkaufsvoliere, das war mit Jungvögeln bestückt, die dann nicht mehr für die Ausstellung genutzt wurden. Ich rede also zumeist von Rotkanarien. Dann hat er eine Voliere gehabt mit einjährigen Kanarien. Die haben eine spezielle Preiskategorie gehabt. Und dann hat er eine Voliere zum Beispiel gehabt, eine Verkaufsvoliere. Da waren dann drei- und vier- und fünfjährige Vögel dabei. Ein fünfjähriger Vogel konnten sie kaufen für 2 Mark oder 3 Mark. Ein vierjähriger für 5 Mark. Also als Beispiel, ein dreijähriger für 10. Und ein Einjähriger kostet dann 40 Mark. Also das waren schon signifikante Unterschiede je nach Jahrgang. Was hat das jetzt mit diesen beiden Vögeln zu tun? Werden Sie sich vielleicht fragen. Naja, wenn Sie sich die Füße mal angucken, werden Sie sehen, das sind 2 16er Ringe, die diese beiden Vögel tragen. Das heißt, jeder Vogel ist hier 5 Jahre alt. Die Henne war im Winter unpässlich. Ich habe die schon fast abgeschrieben. Die hatte eine Pilzinfektion. Ich habe sie dann aber gegen Pilze behandelt. Da hat mir auch die Produkte der Firma Fineta geholfen. Und ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, dass es nach wie vor ein erfolgreiches Zuchtpaar ist. Die Tiere sind jetzt in der zweiten Brut. Und das ist das Resultat der zweiten Brut. So, die habe ich gerade eben beringt. Ja. 2 Jungvögel, ordentlich in der Entwicklung, alles wunderbar. Wenn man ein Puzzle zusammenstellt, dann kann das auch ein Puzzlestück sein, um das Ganze zusammenzubekommen. Auch Altvögel sind wichtig für die Vogelzucht. Will ich damit sagen. Ja, liebe Vogelfreunde, auch diese Henne ist eine 5 Jahre alte Henne. Links der braune Jungvogel. Die Henne ist jetzt bei mir in der zweiten Brut, also sprich, macht jetzt gerade die dritte Brut. Ja, auch 5 Jahre alt. Manchmal sagt man, aus der Not eine Tugend zu machen, weil Fakt ist einfach, diese 2 Hennen, die jetzt beide 5 Jahre alt sind, haben mir bisher 8 Junge gebracht. Ja, ich habe jetzt um die 64 Jungvögel und davon 8 Junge, das ist ja im Prinzip eine ganze Menge, hätte ich die beiden alten Hennen mit 5 Jahren nicht angesetzt, wäre ich gerade mal bei 56 Jungen. Also das ist schon ein großer Unterschied, zumal ich mit dieser Henne, die ja einer meiner besten Corona-Hennen ist, wirklich jahrelang zusammenarbeiten konnte und da auch im Prinzip herausbekommen konnte, welcher Hahn am besten zu ihr passt. Und da bin ich jetzt auf einen Hahn gestoßen oder auf einen Hahn gekommen, der halt Qualitäten hat, mit der ich die Henne vorher nicht so verpaart hatte. Sie hat auch eine relativ glänzende Feder und ich habe einen relativ buff Vogel draufgesetzt, sodass ich jetzt wirklich auch sehr schöne Junge ziehen konnte. Es sind zwar 4 Konsorts, aber lieber 4 Konsorts als gar nichts. Ja, liebe Vogelfreunde, es ist wirklich
ein signifikantes Jahr. Es ist ein Jahr der Besonderheiten. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich Probleme mit Liberchromvögeln hatte, die leider bei mir in die Mause gegangen sind. Also musste ich improvisieren. Und dieser Hahn, den wollte ich nicht mehr ansetzen. Ich habe ihn 3 Jahre am Stück angesetzt und ich habe 3 Jahre am Stück immer unbefruchtete Eier gehabt. Es handelt sich hier um den 4917. Das heißt, das ist die Nummer 49 aus dem Jahr 2017. Ich habe den bei der AZ-Bundesschau in der Champions-Klasse bei den schwarz-gelb gescheckten Coronas mit seinem Bruder ausgestellt. Die beiden waren, was ich weiß, Platz 3 und Platz 5, wobei ich nur diesen Hahn hier behalten habe. Wie gesagt, der Hahn hat nichts befruchtet. Ich habe ihn jetzt im Prinzip nur noch aus Verzweiflung angesetzt, weil mehr als verlieren konnte ich nicht mehr. Weil wenn meine liebe Chromvögel in der Mauser sind, können da keine Jungen mehr kommen. Also habe ich ihn dann wieder angesetzt. Aber, liebe Vogelfreunde, es hat sich endlich gelohnt. Es hat sich auch gelohnt, den Vogel zu behalten. Ganz, ganz wichtig. Nicht vorschnell den Vogel zu verkaufen, sondern ihn zu behalten. Als stille Reserve für den Notfall, und ich bin sehr, sehr froh, diese Gloster Corona und diesen Konsort von ihm gezogen zu haben. Und die Henne brütet jetzt in der zweiten Brut erst, weil ich ihn halt erst spät angesetzt habe. Obwohl wir jetzt Mitte Juni haben. Also, liebe Vogelfreunde, altes Glück. Das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank. Das ist die Henne, das ist diese 2-16er Henne. Das ist der Jungvogel dazu. Und da oben ist der Hahn. Der Hahn ist ein jüngerer Hahn. Aber Sie sehen, das ist ein relativer Ballermann vom Kopf her. Also schon eher ein Buffvogel. Der macht sich zwar jetzt ein bisschen schlank, aber er hat auch andere Phasen gehabt, in denen er mehr Volumen gezeigt hat. Was momentan ja schon bei dem Jungvogel zu ersehen ist. Also sprich, selbst 5 Jahre alte Vögel können sehr, sehr wichtig sein für die Zucht. Ich bin wirklich sehr, sehr froh um diese 4 Konsortjungen hier. Also diese braune Henne hier, es muss eine Henne werden. Ja, der Hahn ist bald in braun. Wenn ein brauner fällt, muss es eine Henne sein. Geschlechtsgebundene Vererbung nennt man das. Ja, diese braune Konsortshenne wird, wenn sie gesund bleibt, denke ich mal eine Top-Henne. Und ich hoffe, dass es sehr kurz bleibt. Und es zeigt sich einfach, dass es sich lohnt, auch wirklich mit Altvögeln, mit alten Vögeln zusammenzuarbeiten. Was natürlich auch noch ein entscheidender Punkt noch ist, ist, wenn Sie sehen, dass ein Züchter alte Vögel in noch entsprechender, ansprechender Qualität hat, ist das immer, immer ein gutes Zeichen. Ja. Es gibt Zuchten, da sind Vögel mit 2 Jahren schon am Ende, die einfach überdreht sind. Aber wenn Sie bei einem Züchter sind, bei denen noch mehrjährige und überjährige Vögel in gutem Zustand sind, ist das ein Indikator für eine gute Zucht. Also, das war's von meiner Seite aus erstmal. Vielen Dank, machen Sie es gut.